Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Angespielt-Video oder beziehungsweise ein neues Projekt. Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich werde ich da ein Projekt draus machen. Das ist Lego Worlds, hier das Minecraft von Lego. Und es ist gerade ziemlich laut. Das werde ich mal eben ändern. So. Aber wie? Ah, so. Okay, erstmal ein bisschen runtersetzen. Und ich bin sehr erstaunt von dem Spiel. Ich habe es schon ein bisschen gespielt. Es soll so ähnlich wie Minecraft sein, aber ist es nicht wirklich. Also es ist schon etwas anders. Da könnt ihr mir vertrauen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal zu holen, denn das ist wirklich sehr cool. Und ich überlege hier gerade so, oder ich suche hier gerade eine schöne Map. Ich glaube, die sieht ganz cool aus. Die finde ich ganz gut. Nehmen wir die einfach mal und nennen die Let's Play. Ja? Let's Plätz, ja. Na, ist die amerikanische Tastatur leider. Ist ein bisschen doof, aber hey. So. Und man sieht natürlich, alles ist von Lego, ist von den Telltale Games Machern. Also von den normalen Lego-Spielen. So, und ich ziehe jetzt hier mal meinen Fallschirm. Und da sind wir und habe schon die erste Sache erkundet. So, nämlich diese Blume hier. Und jetzt haben wir hier noch diesen Pilz und das ist alles so cool hier. Und jetzt sehen wir hier, wenn wir uns mal schon mal anschauen. So, wir haben hier auf jeden Fall, oh, da unten ist ein neuer Charakter, den wir erobern können. Da haben wir diesen Turm. Den können wir erstmal einnehmen. So, und das werde ich wahrscheinlich auch machen. Erstmal. Das ist das Erste. So, den Charakter erstmal hier. Okay. Sehr schön. Und dann werde ich jetzt... Warte mal, wo war denn jetzt der Turm? Ach, da. Sehr schön. Und ja, das Spiel soll, wie gesagt, so ähnlich sein wie Minecraft. Ist es aber ehrlich gesagt nicht, denn es ist schon sehr, sehr anders. Man hat hier die Möglichkeit... Oh. Man hat hier die Möglichkeit, Sets zu bauen von Lego. Man hat die Möglichkeit, hier... aus Lego-Stein natürlich zu bauen. Das ist, denke ich, schon der größte Aspekt von Minecraft. Aber es gibt hier auch kein... Es gibt hier kein Survival-Game. Das ist hier alles ein bisschen creative, wenn man bauen möchte. Also da muss man, glaube ich, nichts bezahlen. Zumindest soweit ich das weiß. Und natürlich kann man dann hier diese Steine sammeln, wie bei allen Lego-Spielen, denke ich. Und damit kann man dann hier zum Beispiel, wenn ich jetzt mal schaue, bei den Modellen, da kann man jetzt zum Beispiel schauen, Kreaturen. So, und dann hat man hier zum Beispiel das braune Pferd, das kann ich mir dann für 2000 Steine kaufen. Oder diese Höhlenbewohnerin, die könnte ich mir dann auch kaufen für bestimmtes Geld, dann natürlich hier so Steine. Und ja, hier hat man dann noch verschiedene andere Objekte, so wie eine Burg oder ein George. Verschiedene Bäume. Also das ist schon ziemlich heiß, dieses Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann hat man auch noch, das finde ich richtig geil gemacht, diese Modelle. Und zum Beispiel ist jetzt hier, ich weiß nicht, ob man noch sammeln kann oder ob die irgendwie hinzugefügt werden. Aber man hat halt hier diese... fertige Sets, die man auch kaufen kann im Real Life. Und zum Beispiel ist hier das Lego Creator wechselnde Jahreszeiten Set. Was man hier kaufen kann. Ups, ja. Und das fände ich auf jeden Fall richtig cool, wenn man noch welche freischalten kann, weil richtige Sets aus dem, die man so schon kennt, finde ich, in einem Spiel zu haben, fände ich richtig geil. Nur die Steuerung mit der Tastatur ist ein bisschen kompliziert, deswegen werde ich jetzt mal eben auf den Controller umsteigen. Ich denke, das ist ein bisschen besser für mich. Die ist halt einfach besser mit dem Controller. Zocken tue ich das übrigens mit dem Xbox-Controller. So, und dann werde ich jetzt einfach mal ein bisschen das Modell bauen von 4 Jahreszeiten. Das ist nämlich ein richtig cooles Set auch im Real Life. Aber ich werde das... So, Lego Creator. So. Jetzt können wir das hier einfach hinplatzieren. Sozusagen. Hier.
kann man das einfach dann hinsetzen. So, neben der Statue und dann wird das jetzt gebaut. Wie gesagt, das Ganze ist noch in Early Access, das heißt, es ist noch wirklich nichts fertig hier. Das ist ein großer Aspekt. So, und jetzt haben wir hier schon mal einen neuen Charakter wieder, nämlich das Mädchen. Und wo ist der Junge? Wo ist der? Wo ist der hingegangen? Oh, guck mal, hier können wir die Zeitung nehmen. Und das ist halt auch richtig cool. Hier gibt es auch richtig coole Animationen. So, und dann kriegen wir auch natürlich wieder Steine. In den Wagen werde ich gleich mal reingehen. Aber erstmal möchte ich den Jungen jetzt freischalten hier. Sehr schön. Haben wir den freigeschaltet. Okay. Und jetzt schaut euch da mal an. Moment. Ach, scheiße. Die hätte ich, glaube ich, freischalten können. Wayne. So. Und zwar kann ich jetzt hier zum Beispiel an den Rasenmäher gehen. So, und das ist richtig cool. Den habe ich nämlich auch schon gesehen, den Rasenmäher. Das ist richtig cool. Oh, da ist ein Höhlenmensch, den können wir freischalten. Warte, lass das mal eben machen. Komm her! Da, geht doch. Ich hab dich! Das ist halt richtig cool, hier gibt es halt echt viel zu entdecken und so weiter. Aber jetzt möchte ich erstmal hier den Rasenmäher zeigen. Weil, ist das nicht geil? Moment. Man kann... Hallo. Das ist halt wirklich alles noch so ein bisschen verbuggt. Und da muss man nochmal schauen, wie das sich alles entwickelt. Aber hier kann man dann... Mit dem Rasenmäher kann man dann diese Stats von den Blöcken machen, dass das so Flat-Stats werden. Also so aus diesen... aus den Steinen mit Noppeln, dass da richtige Steine raus werden. Also ohne Noppeln. Das finde ich richtig cool. Also das... Habe ich auch ehrlich gesagt noch nie gesehen. So, auf solche Ideen muss man halt erstmal kommen. Ja, richtig geil. Also, hier gibt es schon echt coole Animationen. Jetzt können wir ja auch nochmal... Da kriegen wir noch ein bisschen Geld dafür. Jetzt gehen wir mal an den Grill. Ist auch richtig cool. Schaut euch das mal an. Auch dann diese Geräusche, die er macht. Es gibt, meine ich, auch sogar schon Zombie, also Gegner, in Form von so Skeletten. Aber ich habe, was ich jetzt bisher gesehen habe, war jetzt nicht wirklich spannend. Also die haben jetzt nicht wirklich viel gemacht, muss ich sagen. Da war ich, ist noch ein bisschen enttäuschend, aber ich denke, da kommt auch noch einiges dazu. Ich sammle hier mal das Geld auf. Guck mal, haben wir schon 13.000. Und jetzt kann ich vielleicht hier nämlich noch in das Haus reingehen. So. Drücken wir mal B. Das können wir nämlich jetzt auch dann bauen. Aber ist das nicht cool? Dann geht der hier nach oben. So. Ich kenne das halt eigentlich, ich habe diese Animation eigentlich schon gesehen, dass er nach oben geht und dann da rausguckt. Aber dass er nach unten geht, finde ich auch eigentlich ganz cool. Also es gibt hier halt viel zu entdecken. Und jetzt haben wir hier natürlich noch unseren Wagen. Oh, den machen wir natürlich noch irgendwie kaputt. Ich glaube, da können wir noch was kaputt machen, oder? Was entdecken. Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall steigen wir jetzt mit meinem Auto. Den wir jetzt benutzen können. Richtig cool. So. Und das ist ein richtig schneller Wagen. Also, oh, shit. Shit. Ja gut, und das war's dann auch mit dem Wagen. Mist. Egal. Wo können wir denn nochmal hin? Guck mal, da hinten ist doch irgendwas. Auf der anderen Seite des Ufers. Ah, da kommen wir gerade schlecht hin. Das ist ein bisschen doof. So, gehen wir mal in die Richtung. Es ist halt richtig cool. Also, ich bin eigentlich auch ein riesen Lego-Fan. Deswegen bin ich auch gerade irgendwie ein bisschen gehypt. Ich habe es halt gestern... ich habe es halt gestern schon gesehen. Bei Steam habe es halt gekauft, direkt als ich es gesehen habe. Beziehungsweise, ich war auf einer Bricks, auf brickset.com. Das ist eine Newsseite für Lego.
Und da wurde halt gesagt, dass Lego Worlds gelauncht wird, exklusiv auf Steam. Dann habe ich mir gedacht, geil. Und dann habe ich das erstmal bestellt. 15 Euro ist jetzt eigentlich nicht viel. Klar ist noch Early Access und so weiter. Da sollte man natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sein. Für Leute, die sich, denke mal, so Leute, die sagen, na, 15 Euro, das ist jetzt eigentlich für mich jetzt so, nee, möchte ich jetzt eigentlich nicht so einfach mal eben investieren. Die können dann natürlich sagen, dann, dann warten sie halt ein bisschen, ne. So, guck mal, hier haben wir noch einen neuen Charakter, den Rocker, sehr geil. So. Und hier war doch gerade irgendwas da hinten, ne? Ja, da. Und das Spiel macht halt echt Spaß, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Dann gibt es halt hier diese Sachen, die man entdecken kann. Das sieht aber auch schön aus hier. Dann gibt es halt diese Truhen, die man kaputt machen kann. Da gibt es dann Gold drin, aber es gibt halt auch diese Truhen. Die habe ich auch schon in meinem Einspielstand entdeckt. Da es gibt halt dann Truhen, wo dann solche... sag ich mal, solche Schwerter oder sowas, so Waffen drin sind. Das habe ich auch schon gefunden. Ich weiß natürlich nicht, wie oft man die findet. Auf jeden Fall habe ich die... Hallo, habe ich das nicht schon? Und da! Ja! Ja! Boah, hier gibt es hier... Ah, Leute! Richtig viele Fahrzeuge hier. Oh, das muss ich noch entdecken. Die Wüste finde ich cool. So, was kann dieser Wagen? Also alle Fahrzeuge haben eigentlich immer eine Funktion, die so einzigartig ist. Und was? Gelände graben. Ah, guck mal, der kann zum Beispiel dann hier Berge wegmachen. Das sind halt dann immer diese Spezialfähigkeiten. Bei dem Rasenmäher zum Beispiel, der konnte alles ein bisschen glatt machen. Und der kann halt dann hier ein bisschen den Dings alles wegmachen. Oh, guck mal, da haben wir einen neuen Charakter. Ein Jedi. Nee, ein Yeti. Ein Yeti, nicht ein Jedi. Und da sind ganz viele Cowboys. Geil. Da muss ich jetzt erstmal gleich gucken. Die ganzen Figuren. Aber wir haben hier noch einen Helikopter. Die sind, finde ich, am schwersten auf der Tastatur zu steuern. Aber es ist okay. Und ich hatte ein Flugzeug gerade, deswegen ist nochmal was anderes, aber... So, dann kann man hier rausgehen, kann man hier die Leute entdecken. Oh, und der möchte mich angreifen. Sehr schön. Und dann kann man halt auch böse Leute kann man dann halt auch so verprügeln. Und so freischalten. Ja. So macht man das dann halt. Und hier war doch gerade noch irgendwer. Da war eine Kauffrau. Eine Cowgirl. War hier nicht noch irgendjemand? Da liegen noch irgendwelche Teile rum. Es ist halt echt ein Spiel, denke ich, mit dem man noch sehr viel Spaß haben wird. Und ich bin mal gespannt, ob die... Also ich habe halt geschrieben, ich habe halt schon ein Review gemacht. Ich bin gespannt, ob die Steuerung für den PC verbessert wird. Also für Tastatur und Maus. Weil die ist halt wirklich echt, die ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die finde ich jetzt noch nicht so gut. Und da hoffe ich mal darauf, dass das ein bisschen verbessert wird noch. Aber natürlich kann man auch nicht sehr viel erwarten. Das Spiel ist halt eher für jüngere Leute, denke ich, gedacht. Es ist halt Lego, ehrlich gesagt. Muss man halt mal sagen, es ist halt Lego, es ist halt immer noch für junge Generationen und bla und bli und blub. Und da möchte so und ja, da gibt's, oh guck mal, da sind Eisbären, die können wir natürlich dann auch noch so einmal auch noch hier eben erkunden, auf den kann man nämlich auch reiten. So, zack, zack, wuff, 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 wuff. Und dann gibt es natürlich auch noch Eis, da rutscht man da ein bisschen drauf. Aber hier war doch gerade, da ist noch ein Husky, ein Hund. Den werde ich jetzt auch mal eben erkunden, auf den kann man auch, frei... So, Leute, keine Ahnung, was gerade passiert ist, mein Spiel ist gerade abgestürzt. Wie gesagt, es ist immer noch in der Early Access, Fehler können passieren.
Die Sache ist, ob die behoben werden und das hoffe ich jetzt einfach mal. Weiß ich nicht. Aber wo ist jetzt hier mein Helikopter? Den möchte ich doch ganz gerne wieder haben. Ich werde noch irgendein Skelett da töten. Vielleicht kann ich das dann nur freischalten. Also vielleicht schalte ich das dann ja frei. Ja, sehr schön. Haben wir einen neuen Charakter. Und da ist noch ein Baum. Und wenn jetzt der Heli nicht mehr da ist. Warte mal, da war doch auch noch irgendwas. Und die Grafik, muss ich sagen, ist wirklich auch nicht zu beachten, verachten. Die ist halt wirklich nicht schlecht. Sie ist aber auch jetzt nicht wirklich, also sie ist halt auf einem Lego-Standard, den Standard, den man bei anderen Spielen auch kennt. Bei anderen Lego-Spielen. Ich denke, den Standard, den kennt jeder. Hier ist aber auch mein Truck ist aber auch nicht mehr da, ne, wie es aussieht. Das finde ich doof. Warum ist mein Truck auch nicht mehr da? So, und natürlich kann man dann hier steinweise bauen. So, das ist dann hier dieser Modus. So, und dann kann man einfach sagen, hier Stein drehen, kann man auch noch. So, dann kann man sagen, hier baue ich jetzt erstmal Moment, ausgewählten Stein entfernen, Stein platzieren, zum Bearbeiten wechseln. So, und dann kann man natürlich hier sagen, hier, ja. Es gibt halt wirklich Unmengen an Sachen, die man hier machen kann. Das ist halt wirklich sehr cool. Ich werde jetzt mal eben noch auf Maus und Tastatur, weil es ist dann vielleicht doch ein bisschen besser gerade mal. So, einfach mal, um alles ein bisschen besser zu testen zu können. Upsala, habe ich eben pausiert. So, dann kann man hier Stein für Stein bauen zum Beispiel. Und kann einfach sagen, hier baue ich jetzt eine Treppe oder was auch immer hin, ja. Das finde ich halt sehr cool. Ist meiner Meinung nach eine super Idee. Ist zwar wirklich halt, wie gesagt, es ist halt sehr an Minecraft angelehnt, aber ich muss ehrlich sagen, Lego hat dann doch nochmal diesen anderen, einen anderen Charme. Muss ich sagen. Ich finde, Lego ist nochmal so ein bisschen, naja. Ich weiß selber nicht, was ich sagen wollte. Aber Lego ist halt echt dann nochmal so eine Ecke anders, finde ich, meiner Meinung nach. So, Kreaturen, Fahrzeuge haben wir jetzt richtig viele bekommen. Und ich glaube, ich hole mir jetzt einfach mal einen Hubschrauber, den ich jetzt mal eben spawnen werde. Ja, ich habe ja das Geld. Und damit ich einfach mich mal eben hier ein bisschen schneller fortbewegen kann. Und ich denke, ich werde... Oh, und da ist auch noch ein Flugzeug. Juhu! Jetzt haben wir auch noch ein Flugzeug gefunden, Leute. Das ist hier gespawnt gerade. Das lässt sich genauso steuern wie... ein Dings ist aber halt schneller. Wie ein Hubschrauber ist aber halt schneller. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Flugzeug auch sehr schön. So, was ist denn da in der Richtung? Keine Ahnung, einfach mal hinfliegen. Und da unten ist eine Kuh und da sind ganz viele schöne Dinge, die man entdecken kann. Deswegen werde ich jetzt hier mal eben abspringen. So. Zack, schön. Hier, zack. Da ist die Kuh. Hui! Huh, ich bin im Boden. So, und dann schalte ich mal eben hier die ganzen Sachen frei, die hier sind. Sammle hier noch ein paar Steine ein. Das ist ja auch immer ganz schön. Und ich denke, ich reite einfach mal mit der Kuh weiter. Ansonsten hole ich mir halt so ein... Weil ich bin ja jetzt über... Ach, da steht sogar noch mein Helikopter, mein alter, glaube ich. Oder? Ich glaube schon. Kann gut sein. So, schalte ich mir hier mal eben hier noch die ganzen Sachen frei. So, und sammle noch ein bisschen Money. Das ist halt echt cool, also muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, hier ist ein Wegweiser gewesen.
hier auf der Insel sind bestimmt auch mal wieder ein paar interessante Sachen. So wie eine hoffentlich Kiste. Und irgendwie ist die Kamera gerade ein bisschen verspackt. Die geht gerade in den Boden rein. Warum auch nicht? Ist das ein Weihnachtsbaum? Sieht irgendwie so aus, oder? Moment. Nee. Ist das ein Turm da hinten? Auf dem man drauf gehen kann. Das wäre natürlich cool. Und da hinten ist, glaube ich, einer dieser Truhen. Von denen ich ja schon geredet habe, wo man Schwerter und sowas finden kann. Da gehe ich jetzt mal eben hin. Weil vielleicht kriege ich ein neues Schwert. Das wäre natürlich episch. Das sind halt dann diese Gebäude, auf die man dann drauf jumpen kann. Hier kann man sogar noch irgendwas machen. So, was habe ich jetzt? Was habe ich jetzt freigeschaltet? Ein Apfel. Ach, geil. Also kann man anscheinend auch Sachen freischalten, die vielleicht etwas seltener sind. Vielleicht findet man Äpfel gar nicht so, sondern halt nur in Truhen. Was ich jetzt auch nicht wirklich schlimm finde. Ich meine, warum nicht? Da ist ein Schaf. Oder Häschen oder was auch immer das sein soll. Lasst mich dich fangen. Ui. Lass mich dich fangen, du gutes Schaf. Lass mich dich fangen, dann bist du brav. Ja, 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 lolo. Ja, sehr schön. Woo! Schaf. Geil. Also, ich bin echt super... Oh, das ist aber langsam, ne? Muss man ja mal sagen, oder? Also, ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel... hat mich überrascht, dass das so schnell jetzt rausgekommen ist. Es war ja halt wirklich nicht angekündigt oder irgendwie sowas. Es kam halt raus. Einfach so. Und dafür muss ich sagen, ist das Spiel wirklich auf dem jetzigen Stand, was man jetzt sagen kann, hammergeil. Mehr bräuchte auch zu gar nicht sagen, weil jeder, der Lego-Fan ist, sollte sich da auf jeden Fall und Steam hat. Der sollte auf jeden Fall mal drüber nachdenken, sich das zu holen, weil lohnt tut sich das ja auf jeden Fall. Wenn man denn auch auf sowas steht, ja. Aber Lego-Fans, ich glaube, für Lego-Fans ist es meiner Meinung nach sogar schon fast ein Muss, sich das mal hierzu anzuschauen. Und natürlich bei mir auf dem Kanal. Oh, wer ist denn das da? Ah, ein König! Wir haben den König freigeschaltet, Leute. Woo! Geil. Und da ist auch noch eine geile, geile Kiste, die ich öffnen kann. Was habe ich denn freigeschaltet? Also, keine Ahnung, ist... Oh, ne! Leute, wir haben ein Gewehr freigeschaltet. Apfel? Kann man damit was machen? Moment. Ah, ein Apfel. Also ein Apfel gilt als, ist das geil. Ach du Scheiße, Leute. Ich würde mich da über einen Multiplayer freuen. Das wäre sowas von geil. Wenn man dann hier so... Boah, Leute. Ist ja mal richtig cool mit diesem Gewehr vor allem. Das ist, wer kommt denn auf so eine Idee? Also Lego, na, ich bin jetzt total raus, weil ich da die ganze Zeit die, die Dings auf, die ganzen Aufnahmen hier die ganze Zeit wie so ein bisschen. Ich schieß einfach mal hier rum. Geil. Erstmal wegrennen. So. Und die Skelette, also die Monster, hat man ja gerade schon gesehen, die halten jetzt auch nicht mehr wirklich für was viel aus. Die sind halt jetzt eigentlich eher so schon fast nervig. Kann man es so sagen. Weil man sieht ja auch schon wieder, dass die von überall kommen.
Aber wie gesagt, es ist gerade wirklich mehr kreativ als alles andere. Die Skills sind halt wirklich nicht stark und ich denke, das ist wirklich mehr kreativ als Survival. Auch wenn Skelette drin sind, die einen vielleicht angreifen. Es ist halt wirklich nicht wirklich viel. So, ich werde jetzt mal einfach den Charakter ändern. Und zwar zu... Der Höhlenbewohner ist übrigens aus der Serie 1 der Sammelfiguren. Lego-Sammelfiguren. Das ist ein Fun Fact. So. Ah, guck mal, man kann auch Herzcontainer von den Skeletten bekommen. So, wo war denn der König? Der König, da. Nein, wir sind gestorben. Aber jetzt kann ich mal auch zeigen... Ah, okay, man spawnt. Ah, okay. Okay. Habe ich verstanden. Man spawnt also auch direkt mit dem... Dings. Haben wir hier ein Fahrzeug neu bekommen? Nein. Ich habe halt auch schon mal eine Walze gefunden. Eine Dampf... Also eine Straßenwalze. Ich glaube, so heißen die Dinger. Und man muss da auch zu sagen, die sind halt auch irgendwie ganz cool. Weil damit kann man Straßen bauen. Man fährt damit rum, drückt A und baut diese Straßen einfach. Das finde ich sowas von cool. Das sollte in Minecraft eigentlich auch geben. Oh, da ist ein Bär. Was habe ich getan? Ich habe den Bär getötet. Fuck. Ich hoffe, ich finde noch mal irgendwo einen Bär. Oh, das war natürlich nur irgendwie so ein bisschen doof. Aber ich wollte den auch nicht... Ich habe gedacht, der greift mich an und deswegen... Naja. Was ist das? Das ist auch eine Blume oder was? Okay. So, hier ist nochmal ein Schwert. Das können wir nochmal benutzen. Zack, fahren wir, laufen wir. Ah, da ist wieder ein Berg gespawnt. Sehr schön. Laufen wir mal dem rum. Oh, und da ist auch eine Kiste. Sehr schön. Geld, Geld. So. Bitte Bär. Laufen. Da ist nochmal so ein Bagger, den haben wir aber schon, da brauchen wir erstmal nicht. So. Ich kann mir vorstellen, irgendwann läuft man hier so durch die Welt und dann denkt man so, oh, das habe ich noch nicht. Und dann geht man da hin und dann, oh, doch, habe ich schon. Das, denke ich, wird ganz schnell passieren. Hier. Zumindest könnte ich mir das gut vorstellen. Dass das passiert. Und leider habe ich hier auch gerade nicht so gerade die besten FPS, obwohl... Ja, vielleicht sollte ich mal ein bisschen runterschrauben, die Grafik. Also, ein Arzt. Hallo. Wirklich, also ehrlich gesagt, also das Spiel hat zwar jetzt nicht die besten Grafik, aber es ist halt alles doch sehr, sehr hell und shiny. Und ich denke, das könnte auch so ein bisschen auch die... das sind ja hier alles... Welten, die zufallsgeneriert sind und ich denke, daran könnte es auch liegen. Zumindest könnte ich es mir vorstellen, dass es auch daran liegt. So, und jetzt haben wir hier auch einen Schneemann freigeschaltet. So, mehr ist hier erstmal nicht, oder? Da hinten ist noch was. Habe ich auch noch nicht. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schon ziemlich sexy. Oh, da fährt jemand. Da ist jemand auf seinem Kau. Ach ne, das ist die. Okay. Oh, was ist das denn? Ne. Ist das ein U-Boot? Ich glaube, das ist ein U-Boot. Geil. Aber wie soll ich das... Das spawnt hier irgendwie, glaube ich, nur. Ich glaube, ich kriege das nicht. Warte mal. Ich kaufe mir das mal. Ich glaube nämlich, dass das ein U-Boot ist. Guck mal, ist auch gar nicht mal so teuer. Kann ich mir auch gleich mal
das und das kaufen hier. Weil die Fahrzeuge sind, glaube ich, am geilsten. Kann ich mir gut vorstellen. Dass die Fahrzeuge am geilsten sind. Im ganzen Spiel einfach hier die ganze Zeit rumcruisen. So. Und ich denke, unter Wasser könnte vielleicht auch noch was sein. Natürlich. Okay, gehe ich mal ein bisschen weiter rein, so. Und jetzt vielleicht spawn ich mir noch mal so eins. Ja, jetzt. Aber es ist leider kein U-Boot. Es ist nur leider ein, oder kann man da noch irgendwie was machen? Nee, anscheinend nicht. Und das verstehe ich auch noch nicht. Diese Kamerafahrten, die verstehe ich noch nicht so ganz. Ob die anzeigen, wo ein neues Gebiet gerade generiert wurde oder sowas? Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ich habe immer im Hinterkopf, das Spiel ist für, auch für jüngere Leute. Also nicht für jüngere Leute, sondern für Kinder. Und ich glaube, das könnte auch daran liegen, dass halt wirklich die Kinder dann auch wissen sollen, wo sie hingehen müssen. Halt so einen kleinen Wegweiser geben, was hier gerade ansteht und wohin die müssen. Das könnte ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass das ein guter Grund ist. Ja, ansonsten wüsste ich das aber auch halt auch nicht wirklich. So, gehe ich hier nochmal durch. Und, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon Hammer. Was hier auf einmal so alles... Oh, nee, das ist ein... Geil! Geil, ein Hexer! Wie geil ist das denn? Den hole ich mir jetzt erstmal hier. Den Hexer. Ich bin jetzt The Witcher. Ich spiele jetzt Witcher. Geil. I'm the Witcher, bitches. I'm the Witcher. Naja. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat diese Folge von Angespielt gefallen. Und hoffe, ihr schaut mal beim nächsten Mal wieder. Oder eine andere Angespielt. Nee! Wie geil ist das denn? Der kann einfach Feuer schießen. Mei, wie geil ist das denn? Und da ist auch noch ein Auto. Oh, ich liebe diese Insel. Die ist so cool. Ein Offroader. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr mal in andere Projekte von Angespielt reinschaut. Und wir sehen uns dann. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wirklich, das ist mir sehr wichtig. Schreibt in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt und ob ihr vielleicht ein Let's Play davon sehen wollt, wie ich auch mal Sachen bauen tue. Also, upsala, alter Schwede, was ist denn jetzt los auf einmal? Also Sachen im Sinne von Häusern oder irgendwie sowas. Ansonsten werde ich wahrscheinlich auch noch weiter erkunden. Es ist ja schon irgendwie so ein bisschen wie ein MMO. und ja. Wir sehen uns und habt einen angenehmen Tag. Auf Wiedersehen. Adios, amigos. Tschüss.